mit dem Niesen vorbei. Bin auch ich vorbei. Und die Folge war vorbei. Jetzt geht's weiter. So, wir können immer noch nicht schnell reisen, glaube ich, ne? Ja, ist immer noch gesperrt. Also bedeutet das, wir müssen per Fuß zum Treffpunkt. Da, wo sich die Bahngleise küssen, werden wir uns treffen. Gehen. Bin ich bei der Kirche? Ich bin bei der Kirche. Oh. Warte mal, ich muss noch zweimal reisen. Okay, also habe ich noch 56 Ingame-Minuten, um dort anzukommen. Schnell! Beeilung! Mit den beiden alten Damen reden wir morgen. Und mit dem Bürgermeister reden wir hoffentlich gar nicht, aber wir müssen es. Dann hoffentlich auch morgen. So, wir haben noch 24 Minuten. Oh mein Gott, das wird eng. Quatsch. Ich bin jetzt schon da. Also ich habe noch 53 Minuten. Wir laufen und laufen und werden ganz kurz nochmal die Angel ins Wasser werfen. Denn es regnet und es ist abends. Oh mein Gott, es vergeht Zeit, wenn ich angel. Das war mir nicht bewusst. Also, macht Sinn, aber war mir nicht bewusst. Kann ich eigentlich hier noch irgendwas machen? Nein. 21 Minuten noch. Da, wo sich die Bahngleise küssen. Gut. Ich kann sie nicht riechen. Wir sind so früh dran. Sollen wir hier so auf sie warten? Gehen wir spazieren. Ach so. Ich kann auch warten. Warten wir. Ah ja, okay. Das ist sehr geil gelöst. Du bist schon hier. Ich dachte, du wirst kneifen. Ich könnte einfach nach Hause gehen. Keine Panik. Das Backup-Team ist bereit. Mach weiter und wir halten dir den Rücken frei. Nein, nein, nein. Was ist, wenn sie hier hochbeamen und ihren fliegenden Unterlassen mitnehmen? Okay, gut. Hast ja recht. Hugo, sei auf der Hut. Ich bin immer auf der Hut. Oh. Wer ist er? Hallo. Auf dem Zettel stand kein Passwort. Also, wir sind da. Ja. Grüße, hallo. Also, sie freuen sich, dass du es geschafft hast. Heiligen Galileo. Sie wollen Beweise, dass es sich lohnt, dich zu treffen. Löse dieses Rätsel und sie werden vor dir erscheinen. Siehst du diese Kröten? Du musst sie austauschen. Eine Kröte kann entweder auf die nächste Eisenbahnschwelle vor ihr springen oder über die Kröte vor ihr springen. Was? Eine Kröte kann entweder auf die nächste Eisenbahnschwelle vor ihr springen oder über die Kröte vor ihr springen. Oh, klasse, das war wir genauso. Hä? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um den Schwanz einzuziehen. Wir sind bereits hier. Lass uns dieses blöde Rätsel lösen und herausfinden, wer die sind. Ja, nee, also, ich kann das nicht tun. Mein Matsch. Ich hab keine Ideen mehr. Ah. Hugo. Bleib mal ruhig und bring sie zur Vernunft, während ich das Rätsel löse. Lass uns einen Schritt zurücktreten. Dieses grausame Spektakel ist es nicht wert, beobachtet zu werden. Okay. Ach, die springen nach oben. Ich teste mich jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt übrigens. So, ich habe verloren. Jo, ich habe verloren. Kann ich das noch rückgängig machen? Etwas schon vom Kröten zurück an den Anfang. Wow, das wollte ich überhaupt nicht. Sorry, ich habe mich verklickt. Ich wollte die da drüber nehmen. Kröten zurück an den Anfang. Also es geht ja nur mit der oder mit der anderen. Alles andere ist Quark.
So, wenn ich die jetzt rüberspringen lasse. Ah, das ist ja auch blöd. So, jetzt habe ich die Kröte da hinten. Jetzt kriege ich aber die anderen nicht rüber. Und die kann ich nicht... Kann ich die nicht zurückschicken? Wieso kann die nicht zurück? Das stimmt nicht. Kröten zum Anfang. So, mal kurz überlegen. Also, schiebe ich die runter... Also wenn ich die nehme, bin ich ja tot. Dann passiert nichts mehr. Ich kann die aber nicht zurück. Wieso kannst du denn nicht eine zurückgehen? Das ist ja... Ich hänge übrigens. Also ich muss mit der einer der ersten Kröten anfangen. Prinzipiell ist es sogar Wurst mit welcher, glaube ich. So, ich packe jetzt einfach mal die hier rüber. Und die. So. Dann nehme ich die. Die. So, ich glaube. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Jetzt kann ich, ja, jetzt kann ich alle Kröten hier quasi rüberholen. Hallo. So, die Kröte. Ja, die kann rüber. Die kann rüber. Die kommt jetzt rüber. Du gehst hoch. Ja, okay. Rüber. Vorwärts, Marsch. Und fertig. Erstaunlich, du hast die Herausforderung bestanden. Ich hab die Stimme vergessen. Ah! Wir haben es geschafft. Starte die Initiation. 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 What? Ich wusste, verdammt nochmal. Hallo. Ihr habt die Herausforderung mit Bravour bestanden, Mädels. Deshalb nehmen wir euch auf. Warte. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Oh, warte kurz, richtig. Ich bin Elijah. Leiter der Robotik- und Flugzeugmodellbau. Des. Robotik- und Flugzeugmodellbau-Clubs. Wir feiern heute den Tag der Raumfahrt, also haben wir beschlossen, uns in all unserer Pracht zu zeigen. Oh, das sind übrigens Snoopy und Archie. Wir haben dich schon lange beobachtet, Ruth. Wir haben großes Potenzial in dir gesehen. Und du, Emily, hast unser Rätsel ohne Probleme gelöst. Das war beeindruckend, deshalb laden wir euch beide ein, unserem Club beizutreten. Und, was sagt ihr? Ihr seid also keine Außerirdischen. Nur am Tag des Weltraums. Ich bin auch bei Trainer Club bei. Klasse. Und was ist mit dir, Emily? Ja, komm, warum nicht? Brillant. Bitte begrüßt zu meiner Mitglieder des Cassiopeia Clubs. Ende gut, alles gut. Mysteriöse Treffen. Ankunft. Okay, Quest beendet, würde ich sagen, oder? Ja. So, Miss Pillow und Miss Crow. Fragen den Bürger. Ja, Bürgermeister werden wir nicht schaffen, aber Miss Pillow und Miss Crow könnten wir vielleicht noch besuchen. Ich weiß nicht, wann die beiden alten Damen ihr Haus zumachen, aber es ist anscheinend jetzt schon der Fall. Okay. So, ich könnte angeln. Ich gehe nicht angeln. Ja, nehmen wir einfach dieses Haus hier. Von den beiden alten Damen. Und nicht Ramona. Oh, hallo. Hallo, Emily. Ich habe gehört, dass sie einen interessanten Stein haben. Eigentlich zwei, ne? Ein Stein? Einen interessanten Stein? Nein, ich habe eine Menge interessanter Steine. Achso, nein, ich habe eine Menge interessanter Steine. Mach dir keine Sorgen, meine Liebe. Du hast wunderbare Steine. Wurzit, Amethyst, Kristall und sogar Anthrazit. Wow. Stimmt es, dass Amethysten die Aura reinigen können? Nein, aber Amethyst-Wassertee schmeckt einfach besser. Dann ist da noch dieser Wahrsager-Kristall von Josef. Ich glaube, Emily ist dann etwas bestimmt interessiert an echter Magie, nicht an diese... Ach, du weißt schon.
Aber im Gegensatz zu echten magischen Steinen sind die hier hübsch aus. Also Emily, wonach suchst du? Einen quadratischen Stein mit einem Symbol, das etwas mit den Elementen und Dämonen zu tun hat. Natürlich. Lass mich überlegen. Was ist mit dem großen, den du zum Strohpressen benutzt? Nein, der ist aus dem assyrischen Tempel im Ur. Unter der Waschmaschine? Unter der Waschmaschine, genau. Also wofür brauchst du ihn? Um einen Freund zu retten. Ich brauche ihn für ein Beschwörungsritual. Oh, das ist gefährlich. Du sollst versuchen, einen anderen Weg zu finden. Klingt lustig, Juli. Gott, Alter, ich krieg sowas von Halsschmerzen bei den beiden hier. Hier ist der Schein, den du brauchst. Ja, sieht gut aus, danke. Ich muss weg. Wie viele dieser Steine machen ein komplettes Set aus? Was sind das für Bilder drauf? Sie sehen aus wie Symbole für verschiedene Elemente oder verschiedene Arten von Schaden. Da muss es so viele wie von ihnen geben, wie diese Elemente oder Schadensarten. Also, 7. Mal sehen, einer war im Garten, einer in der Pfandleihe und 3 weitere im Raritätenladen. Der Bürgermeister hat einen und einer gehört ihnen. Aber wo könnte noch einer sein? Wie sollen wir das wissen, meine Liebe? Wir sind nicht in Details des kleinen Geheimnisses verwickelt. Es gibt einen Jungen, der im Wald lebt. Hätte ich mit öffnen Mülltonnen? Und wenn nicht, wir rufen Josef an, was wir tun sollen. Nein, 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 nicht Josef. Bestimmt soll mir die Telefonleitung zu hören sein. Danke, ich versuche doch mein Glück. Sicher, meine Lieben, viel Erfolg. Es tut mir leid, ich kann die beiden einfach nicht lange nachsprechen. Weil es mir alles wegreißt. Im Rachen. Frage Sam nach dem Stein. Wer war Sam? Ach, Sam war hier kuriosen Ditten. Sam, wa? Hat der Laden noch offen? Können wir doch mal hingehen. Reden. Sam, hast du zufällig irgendwo einen seltsamen Stein mit einem Symbol darauf herumliegen sehen? Ich weiß nicht, vielleicht seltsame Steine sind meine Spezialität, obwohl ich sie mag. Was schlägst du vor? Gesellschaft. Hugo und ich können dir Gesellschaft leisten, während wir hier drin nach dem Stein suchen. Es ist das Einzige, das noch im Bootsladenwald steht. Grab dich durch meinen Schatzberg und du wirst es finden. Oh. Finde Sam's Stein. Geschlossen. Geöffnet 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Der Typ ist überhaupt nicht hier. Warum soll es hier Öffnungszeiten geben? Oh, wie unlogisch. Also wenn, dann müsste er jetzt hier offen haben, weil... Also nee, eigentlich müsste er jetzt geschlossen sein. Aber er kann ja nicht offen haben, wenn er im Kuriositätenladen arbeitet. Er kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Kurios. Gar Kuriositäten, die hier zutage treten. So. Ach ja, öffnet erst um 10. Ja, alles gut. Dann gehen wir erstmal zum Bergi. Zum Mayor. Warum lande ich immer hier und nicht da, wo ich eigentlich hin will? Naja. Gibt's hier eine Abkürzung? Nee, ne? Ah, die 3 hier sind mir auch immer noch suspekt. Interagieren. Du schon wieder. Herr Bürgermeister, einen letzten Gefallen bitte. Ich verspreche es zu servieren, wenn ich erwachsen bin. Okay, ich nehme dich bei Wort. Was können wir für dich tun? Ich habe gehört, dass Sie einen seltsamen Stein mit einem Symbol haben. Vielleicht, ich weiß nicht. Wie soll ich helfen? Wie soll das helfen? Er kann Ihnen helfen, mehr Wähler zu gewinnen. Wie man Steine in Wähler verwandelt. Meine Zeit als Bürgermeister in Bloomtown. Kein schlechter Titel für meine Autobiografie. Das war's. Ich hab's schon bekommen. Okay. Woher kenne ich das? War das aus dem Vorschau-Video? Naja, egal. So, wir haben diese. Dann brauchen wir nur noch diese hier und dann haben wir alle, ne? 9 Uhr. Perfekt. Ach so, öffnet um 10. Shit. Gut, dann gehe ich jetzt angeln. Nee, ich gehe nicht angeln. Kann ich mich hier ausruhen? Scheiße, kann ich irgendwas machen noch? Dagebuch. Findet Johnnys Spur. Befreie Johnny. Gefährlich Gärten, da sind wir gerade dabei. Und Steinesammlung finde Sams Stein. Okay, also wir haben nur noch Sams Stein. Und dann sind wir durch. Ich könnte nach hinten laufen zum Bahnhof. Da kann ich mich auf jeden Fall ausruhen. Oder ich scheiß wirklich drauf und angel einfach noch ein, zwei Mal, bis es 10 Uhr ist. Oh, oh. Okay, hat geklappt.
Oh. Damn. Warum? Er kann aber nicht hier sein. Wieso ist es denn jetzt offen? Ich verstehe es nicht. Gurtzeug 11. Verbrennungsimmunität, aber hier fette Verteidigung. Nehme ich. So, ich soll was durchsuchen? Sein Rümpelhaufen, ne? Na also, da haben wir doch was. Hurra! Endlich! Platte mit Segnung. Beende das Ritual. Okay. Dann geht es hinunter in die Unterseite, auf die Unterseite und wir werden gucken, ob wir, hallo, das hinbekommen. Unterseite infiltrieren, Unterseite betreten. Hallo. So, ich habe keine Ahnung, was wohin muss, aber wir werden es rausfinden. Erkenne ich irgendwie was wohin muss? Also die sind ja alle anders. So, hier ist ein Schwert. Sieh dich um. Eliza Lewis. Achso, Eliza Lewis. 1896 bis 1925. Glaubt ihr, dass sie verwandt? Die sind verwandt? Achso. Sieh dich um. Achso. Untersuche die Fassung. Keine Ahnung. Macht 25 mehr Sinn? Macht irgendwas Sinn? Ich meine, es sind nur ein paar Zahlen. Es wird aber nicht einsnappen, ne? Nee, ich glaube nicht, dass hier irgendwas snappt. Mann, ich will mal nach oben. Nö, hier passiert gar nichts. Also außer es ist die 99. Sieh dich um. Ja gut, ich könnte auch 1896 minus 1925, also minus 1925, dann kommen wir auf, oh Gott, rückwärts rechnen. Sie war 39. Quatsch, 29 Jahre ist sie geworden, Mann. So. Ja, es hat was geklickt. So, Polarstern. Geschoss. Also ich würde das als Magier bezeichnen. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob Segnung oder Funken. Ist das jetzt Zufall, dass er, oder? Ah, okay, es passiert immer das Gleiche. Also ich würde hier mal Segnung einführen. Ich behalte erstmal alles und gucke mir mal alle an. Holy shit. Es gibt doch auch keine Hinweise, ne? Gott, der ist ja genau der gleiche Vogel. Okay, ich glaube. Ja, okay, das sind alles dieselben. Ich muss einfach ausprobieren und gucken, was passt oder nicht. Ich füge einfach irgendwo was ein. Ach, scheiße. Schau, da sind Tafeln an der Wand. Mathe, schon wieder.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drei, vier. Oh, ich versteh das nicht. Zwei. Es geht doch um Ecken, oder? Und was wären sechs Ecken? Das sind fünf Ecken, also sind das elf. Vier. Okay, also 6 plus 5, 11, 51, das sind für mich auch 6 Ecken. Dann können das nicht 6 Ecken da oben sein, dann sind das 8 Ecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Also 8, 5, 13, 53, 6 Ecken, 53, 113, 413, ja, weiß ich nicht, 513. 613, 713, 813, 913, ist alles falsch. Das ist doch eine... Ist das eine 8? Weil wir unten das ist eine 6, würde ich behaupten. 3... 4, unten ist eine 6, links ist, also unten rechts ist eine 5. Da muss das ja eine 8 sein. So, 5, 8, 13, ist ja alles plus. 73, 113. Ich bin doof. Warum 413? Okay, ich wollte jetzt gerade 313 machen. Ich bin... Ja, ist egal. Es hat geklappt. Keine Ahnung. Hier, Polarstern. Keine Ahnung, ich weiß nicht, an was... Ob man erkennt, ob es richtig oder falsch ist. Ich teste mich jetzt einfach mal durch und wahrscheinlich muss ich die Hebel ziehen und dann werde ich sehen, ob irgendwas richtig ist. Keine Ahnung. Naja, es wird halt immer passieren, aber... Was ist denn das hier eigentlich? Vielleicht müssen wir versuchen, alle Hebel hoch oder runter zu schalten. Das ist ziemlich offensichtlich. Okay, Hebel 1 ziehen. Scheiße, ich hasse es jetzt schon. Ich erkenne überhaupt gar nichts. Ich weiß zum Beispiel jetzt überhaupt gar nicht, was. Wie ist denn jetzt die Stellung von Hebel 4? Das ist ja doof. So, jetzt wird irgendeiner hochgehen. Ich hoffe, der Erste. Erster und Vierter, das ist nicht gut. Mann, und ich sehe dich. Ach so, der muss ja oben sein. So, jetzt sind alle oben, oder? Cool, jetzt können wir da, cool, jetzt können wir das da reinstecken. Okay, wow. Keine Ahnung, hier Flammenmuster. Wo sind denn da welche? Hier rechts sind noch ein paar. Es wird, glaube ich, nicht so ganz funktionieren. So, dann kriegst du, keine Ahnung, Segnung. Also dem würde ich jetzt was anderes geben, weil er ein Schild trägt, aber ich weiß nicht, ob ich hier mit Logik weiterkomme. Wind. Viele Platten, oder? Kratzspuren. W
Dem habe ich jetzt noch keine gegeben. Dem hier oben rechts wahrscheinlich, oder? Ja. Quest erledigt. Ja, das kann aber nicht richtig sein. Sieh dir die Inschrift auf dem Stein an. Achso, ja, ja, öffne den Stein der Woche. Untersuche den seltsamen Kreis. Aha, die Kreise leuchten. Was haben wir getan? Wir haben Steine in den Schlitz bei der Statue gesteckt. Und ihre Augen leuchten auf. Also müssen wir Steine in alle Schlitze stecken. Mensch, Schwester, besorgen wir den Rucksack, damit du die Steine tragen kannst. Ich habe schon eine Gürteltasche, deine Steine passen leider noch nicht rein. Nie im Leben ist das jetzt die Lösung. Hm.